Crop FM, Ausgabe Nummer 314. Wir schreiben den 21. März 2014. Mein Gast heute Abend ist Raphael Schenker und es geht um Nahrung, Information und Energie. Der Cropcom ist geöffnet, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM. Der Knopf blinkt jetzt eh schon. Einfach oben raufklicken, einsteigen und Fragen reintippen und vor allem dann im zweiten Teil, es gibt ja nicht wirklich einen zweiten Teil, aber im hinteren Teil der Sendung gehe ich dann sehr gern auf die Fragen ein. Beziehungsweise gebe sie dem Gast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, gratis abonnierbar von, gratis, so wie alles auf dieser Website, zu abonnieren von der Startseite aus cropfm.at oder auch www.cropfm.at. E-Mail-Link findet sich auch dort. Das Ganze erscheint als Podcast bzw. in einem Archiv. Kann man auch einzelne Sendungen verlinken. Real Audio und MP3 sind die Formate, die verfügbar sind. Es gibt ein Forum, wo gerade jetzt also wirklich seltsame Diskussionen zum Teil laufen, vor allem zur belgischen UFO-Welle. Wird betreut von Valador Unarmed und Wingman. Und meistens sind eigentlich die Diskussionen sehr interessant. Und auch zur heutigen Sendung gibt es da wieder einen Thread. Mal sehen, was da in Kommentaren kommt. Coverbild, heute wieder gestaltet natürlich von Matthias Töpfer. Ganz, ganz großartig, sehr schön. So macht Fasten doch Spaß. Ja, Matthias hat ja auch eine Website bilderdämmerung.de, wo man weitere Beispiele seiner Kunst betrachten kann, beziehungsweise die Website www.fakebuch, so wie Facebook, nur Fakebuch. Naja, ich will gar nicht. Also www.fake, also fakebuch.ateliertöpfer.de und dort gestaltet er Covers, Rezensionen und Leseproben zu fingierten Büchern. Wunderbar. Und falls man ein Buch schreibt gerade oder jemanden sucht, der es gestalten kann, das Cover, ich würde sagen, lohnt sich es dort mal reinzuschauen. Ja, Luxus Nothing to See, kann man auch von der Startseite aus sich anhören. Rechts oben kann man sich alle Songs durchhören, wenn man möchte oder wenn es einem gefällt, kann man sich eine Gebühr von 7 € auch herunterladen. Das freut uns natürlich sehr. Kriegt man es danach als unkomprimiertes Audiofile. Und ganz oben auf der Startseite bzw. im Archiv oben links findet sich der Spendenbutton, das ist dieses Ei mit dem rosa Herzen und an alle ein großes Danke, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von fetznetz.it, fetznetz.it, der Host von CropFM. Bitcoin, Wall Street, Ante Portas, das ist ein Artikel, der auf bitcoin.de erschienen ist. Das ist auch eine dieser Bitcoin-Börsen.
Also nur weil Mt. Gox untergegangen ist, sind die Bitcoins nicht verschwunden. Nein, das ist eben dezentral. Aber egal. Es ging ja übrigens auch in der letzten Sendung um Bitcoins und da ist mir irgendwie klar geworden, dass das Thema doch um einiges komplexer ist und wir da wahrscheinlich etwas zu steil eingestiegen sind. Aber ich hoffe zumindest denen, die sich schon damit auseinandergesetzt hat, hat es was gebracht und vielleicht auch ein bisschen was Neues. Jedenfalls auf Bitcoin.de ist zu lesen, dass also New York reguliert den Bitcoin. Die Finanzaufsicht hat angekündigt, zum Ende des zweiten Quartals 2014 ein regulatorisches Rahmenwerk zu verabschieden. Zugleich hat sie Firmen aufgefordert, ab sofort Anträge für den Betrieb einer Bitcoin-Börse einzurichten. In der Wall Street rennt sie damit wohl offene Türen ein. Und ja, das ist eine spannende Entwicklung. Und wir werden ich werde das sicher auf dieser Sendung hier weiterverfolgen, vielleicht den Nikolas wieder mal einladen, wenn er möchte, um darüber zu sprechen. Kryptowährungen ganz allgemein, ich glaube, es wird noch lange ein Thema bleiben. Aus für Roaming-Gebühren und Netzneutralität. Das war so eine Schlagzeile, die ist ein bisschen untergegangen in letzter Zeit. Na gut, es passiert ja sehr viel, aber das ist doch eine recht interessante Meldung. Abschaffung der Roaming-Gebühren wird sicher einige freuen, aber die Freude wird wohl nicht lange währen, wenn nämlich, wie Konsumentenschützer befürchten, dafür die regulären Tarife stark steigen. Vorerst handelt es sich aber nur um eine Empfehlung eines EU-Ausschusses. Anfang April soll im EU-Parlament darüber abgestimmt werden. Eine weitere Empfehlung ist, Internetprovidern die Möglichkeit zu geben, für bestimmte Angebote Gebühren zu verlangen, solange dies nicht die Geschwindigkeit von anderen Nutzern beeinträchtigt. Klingt harmlos. Würde zu Beginn vor allem YouTube, Netflix und Ähnliches betreffen, stellt aber, so befürchten einige, de facto die Einführung eines Zwei-Klassen-Internets dar. Was tut's eigentlich? Und kann natürlich langfristig die Freiheit im Netz massiv gefährden, wenn das weiter ausgebaut wird, diese Idee. Und derartige Vorschläge kommen ja seit Jahren immer wieder aufs Tapet. Und mal schauen, irgendwann wird wohl irgend sowas sich durchsetzen. Außer, ja, der Konsument hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Ja, Rasmussen, er ist, glaube ich, Generalsekretär der NATO. Jemand hat geschrieben, er ist nicht der Chef. Diese Schlagzeile da titelt er mit NATO-Chef Rasmussen. Wie auch immer, also Rasmussen, der also der NATO da irgendwie schon ein sehr hoher Mann ist, bezeichnet Krim-Krise als Weckruf. Ja? Die Krim-Krise sei die größte Bedrohung für Europas Sicherheit und Stabilität seit dem Ende des Kalten Krieges und es gehe bei der ganzen Sache nicht nur um die Ukraine, sondern den Versuch Russlands, die Uhr zurückzutreten. Nun, mit dem teilweise Einzug rechtsextremer Kräfte im Parlament in Kiew wurde die Uhr tatsächlich zurückgedreht. Und nachdem die Ukraine darüber nachdenkt, weiß nicht, wie ernst sie das meinen, aber es wurde darüber nachgedacht, eine Atommacht zu werden und von einigen extremen Stimmen sogar gedroht wurde, Pipelines zu sprengen, die nach Europa führen, nämlich um Russland um den Profit zu bringen, sehe ich durchaus eine Bedrohung für Europa. Es fragt sich halt nur, von wem diese ausgeht. Im Endeffekt bleibt ja wirklich nur zu hoffen, dass alle ausschlaggebenden Akteure, Russen, Amerikaner, Ukrainer, Russen, die in der Krim wohnen, einfach alle einen halbwegs kühlen Kopf bewahren. Einiges Porzellan wurde ja schon zerbrochen, aber okay. Aber die Alternative, die möchte ich jetzt nicht andenken. Ja. Ja, und alle Meldungen, die ich hier behandelt habe, die finden sich in der News-Sektion, beziehungsweise ausführliche Artikel dafür dazu und mit weiteren Hintergrundinformationen finden sich in der News-Sektion von Crop FM auf der Startseite www.cropfm.at.
Ja, heute geht es ja um Ernährung. Ich hoffe, ein bisschen ein zugänglicheres Thema als bei der letzten Sendung. Und ich zitiere da aus dem Buch Richtig Fasten, Gesund Essen, das ich fast ganz gelesen habe, eben von Raphael Schenker. Ich habe in all den Jahren immer wieder Menschen erlebt, bei denen allein schon der Gedanke an einen Morgen ohne Kaffee ihren Organismus stärker zu übersäuern schien, als wenn sie tatsächlich einen tränken. Und ja, also Raphael Schenker hat eine sehr inspirierende und ganzheitliche Sicht auf das Thema Ernährung. Das hat mich eigentlich sehr angesprochen und das finde ich sehr spannend. Und mehr jetzt gleich im Live-Interview auf Crop FM. Raphael Schenker kommt eigentlich aus der Informatik, hat aber dann zwischen 1997 und 2000 eine Ausbildung zum Polarity-Therapeuten absolviert und betreibt seit dem Jahr 2000 eine eigene Praxis. Er war schon zu den Themen Homöopathie und Polarity-Therapie zu Gast auf Crop FM. Heute geht es um das Thema Nahrung und da gibt es natürlich sein kürzlich erschienenes Buch zum Thema Richtig Fasten, Gesund Essen. Nahrung für den ganzen Menschen. Hallo Raphael. Ja, hallo. Hallo Tarek. Eine leichte Verzerrung, aber ich hoffe, es wird gehen. Ja, Raphael, steigen wir einfach gleich mitten ein in die ganze Geschichte. Wie schon gesagt, wir haben über Polarity-Therapie schon einmal eine Sendung gemacht. In deinem Buch gehst du ja auch irgendwie von dieser ganzen Sache aus. Beziehungsweise du hast eine sehr interessante Einleitung, wie du eigentlich das Thema Nahrung siehst. Du bemühst da auch etwas die Quantenphysik und derlei Dinge. Merkt man auch ein bisschen, dass du Techniker bist. Genau, in der Hintergrund. Ja. Ja, wie siehst du denn das Thema Nahrung und Nahrungsaufnahme und vor allem den Energiehaushalt des Menschen? Genau, also wenn ich auch mit verschiedenen Personen diskutiere, da merke ich immer wieder, wir müssen uns erst als allererstes über das Menschenbild unterhalten. Wie sehen wir den Menschen? Weil wenn ich den Menschen als biochemische Maschine betrachte und nicht mehr, dann spreche ich ganz anders über Ernährung, über diese Dinge, als wenn ich sehe, dass der Mensch da noch eine Geist, Seele, ganz verschiedene andere Ebenen, feinstoffliche Ebenen, energetische Ebenen auch noch hat, dann bekommt Ernährung eine ganz andere Bedeutung. Und wenn wir uns auf diesem, noch spannend, wenn wir uns auf diesem Menschenbildebene nicht finden, müssen wir gar nicht groß weitergehen, weil dann hat die andere Person hat auch recht aus ihrer Sicht und ich habe mein Verständnis und das wird sich dann aber etwas ausschließen. Und so wie du sagst, habe ich in der Grundlage wollte ich zuerst wirklich sauber definieren, wie sehe ich den Menschen. Und dazu nehme ich dann das ayurvedische Menschenbild,
das da besagt, ja, der sichtbare Körper, das ist nur die äußerste Hülle. Es gibt eigentlich 5 Hüllen und da gibt es die Hülle der Lebensenergie, also der Vitalenergie, Vitalleib, da gibt es ja verschiedene Begriffe dafür. Da gibt es aber auch Gefühle, da gibt es Gedanken und so weiter und irgendwo auch dann die Seele, sagen wir, der Götterfunke, der innere Kern. Und wenn wir den Menschen so betrachten, gibt es natürlich auch viel vielfältigere Möglichkeiten, diesen Menschen zu nähren, als jetzt nur, sagen wir in Anführungszeichen, was in den Mund reingeht. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, was in den Mund reingeht, aber das Thema wird dann größer und weiter, weil sehr schöne Musik mich nähren kann, ein gutes Gespräch kann mich nähren, auch emotional, eine spannende Informationssendung bei Tarek, was auch immer, die nährt meinen Erkenntnisleib und so weiter. Also da wird das Thema wird aufgetan und das Thema nähren, einen Menschen nähren, bekommt dann eine viel größere Bedeutung. Ja, im Chat kam da auch jetzt eine interessante Frage, nämlich ob auch die geistige Haltung gegenüber dieser Nahrung, die da aufgenommen wird, einen Unterschied macht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ganz genau. Wenn ich die geistige Haltung habe, heute hat alles Gemüse, hat sowieso keine gescheiten Inhaltsstoffe mehr. Heute ist alles Gemüse sowieso vergiftet mit Pestiziden und was da alles noch so gibt. Und ich esse das mit dieser Haltung, das wird etwas machen mit mir. Weil der Geist, der Verstand, das Mentale hat seine Kraft, hat seine Wirkung. Und so kann man auch beispielsweise sagen, dass, ich sage jetzt mal, ein Tischgebet ist eigentlich quantenphysisch sehr etwas Logisches, weil ich dann meine Haltung auch gegenüber dem Essen ändere, vielleicht Dankbarkeit, was auch immer. Und das wird bei der Nahrungsaufnahme etwas anderes bewirken im Körper. Also das ist eine gute Frage, ganz genau, das geht in diese Richtung, ja. Ja, hochspannend. Also man sieht, dass das Thema Nahrung viel weiter geht, als man das vielleicht glauben möchte. Natürlich, solche Theorien sind natürlich auch immer sehr umstritten. Und es gibt auch tatsächlich sehr viele Fragen, die sich dann auftun. Ne? Sind es nur meine Gedanken, sind es dann auch andere und so weiter. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Also wenn du jetzt von der Fünf-Elemente-Theorie sprichst, da gibt es also diese bekannten Dinge, Wasser, Erde, Feuer, Luft und dann gibt es noch den Äther, das als fünftes Element. Genau, ja. Und welche Bedeutung hat der dann eigentlich? Man kann sich ja fragen, genau mit dem energetischen, da kann man sich fragen, ja, was versteht man darunter? Und schon immer hat man Symbole oder Bilder auch genommen, um diese energetischen Realitäten zu beschreiben, weil die halt nicht sichtbar und fühlbar sind. Und das Ayurvedische, also das indische Gesundheitsmodell, das bedient sich dieser 5 Elemente. Und wenn ich von Erde, Wasser, Feuer, Luft beispielsweise spreche, dann ist es nicht physisches Feuer. Also wenn ich vom Verdauungsfeuer spreche, ist das natürlich kein Feuer, das im Bauch brennt. Das wäre nicht so gesund. Aber die Bedeutung ist dieselbe, weil das Feuer ist eine Transformationsenergie. Und so wird das Essen, wird transformiert zu dem, was dann bei der Ausscheidung rauskommt. Und das ist eine Feuerqualität. Und es ist auch interessant, diese Elementen dann, kann man diese als Qualitäten, auch Nahrungsmittel zuordnen, ganz klar. Also ein Beispiel, Kartoffeln, Karotten oder auch rote Beete, die wachsen unter der Erde und die gehören deutlich zum Erdelement. Und Erdelement ist, wenn ich gut geerdet bin, wenn ich guten Boden habe, das ist das Erdelement. Also wenn ich dann, kann ich davon ausgehen, von diesen Nahrungsmitteln esse, wird meine Erde wird gestärkt. Und das erlebe ich konkret bei Leuten, die vielleicht eher auch schlank sind, wo das Luftelement vorherrschend ist. Für die ist es ganz wichtig, dass die sich mit dem Erdelement stärken. Beispielsweise nicht zuletzt auch alle 5 Geschmäcker, die Hauptgeschmäcker sind einem Element zugeordnet und zur Erde gehört das Süße. Und das ist ja spannend, oder? Wenn ich die rote Beete zum Beispiel koche, wird die sehr süß.
Sie ist roh, ist sie nicht süß. Dasselbe mit der Karotte. Eine Teilnehmerin im Fastenkurs hat gesagt, ja, wir dürfen ein bisschen Gemüse essen. Sie hätte jeden Tag in der Woche hätte sie Karotten gekocht. Das hätte ihr so gut geschmeckt. Und was passiert, wenn ich diese Erdelemente, Nahrungsmittel, wenn ich die koche, da entsteht viel Zucker, da kommt viel, wird viel zu Zucker umgewandelt. Und diese Person, die hatte einfach das Bedürfnis nach Zucker. Sie war auch sehr schlank. Und so sehen wir, dass wir auch mit diesen Elementen, mit diesen Qualitäten dann dem Körper etwas zuführe, was dem Körper vielleicht fehlt oder was geschwächt ist, um das dann wieder zu stärken. Also dünne Menschen dürfen Zucker essen. Ist das richtig? Aber die haben auch wirklich, also es haben viele Menschen ja Bedürfnis nach Zucker und da müssen wir noch schauen, worum geht es dann wirklich. Ist es einfach eine Kompensation, weil das Süße sonst im Leben fehlt oder was ist das? Ja. Aber beispielsweise dünne Menschen... So einfach ist es dann doch wieder nicht. Entschuldigung? So einfach ist es dann doch wieder nicht. Ja, genau. Aber beispielsweise dünne Menschen, das beobachte ich auch, für die ist zum Beispiel so eine Pellkartoffel ist etwas Wunderbares, weil das gibt wie Boden. Das gibt Erdung. Das kann man sagen. Ja, es ist, ich meine, es klingt zwar irgendwie einleuchtend, aber es ist natürlich, ich meine, ist es wirklich so einfach, ne? Also Karotten wachsen in der Erde und Menschen, die nicht geerdet sind, müssen nur Karotten essen oder Rüben oder was auch immer und sind dann geerdeter, was wiederum für mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit steht. Ist es so einfach? Kannst du das in deiner täglichen praktischen Arbeit auch wirklich so nachvollziehen und bestätigen? Es ist eindeutig ein Hilfsmittel, weil die Ernährung ist ja sehr individuell. Ja. Wo wir ja darauf hinaus wollen, letztlich ist, dass jeder Mensch besser und besser spürt, was er wirklich braucht. Und das ist eine ziemliche Aufgabe, weil sehr viele Stoffe auch in der täglichen Nahrung uns genau dieses Gespür ein bisschen abhanden kommen lässt, wo beispielsweise mit dem Heilfasten das Gespür auch wieder geschärft wird. Also das ist letztlich eigentlich das Ziel, weil die Ernährung wirklich sehr individuell ist und nicht nur individuell auf eine Person, sondern sogar bei einer Person kann es auch ganz verschieden sein, dass ich heute auf etwas anderes Lust habe oder bräuchte für den Körper als vielleicht morgen. Deshalb ist es so wichtig, auch da hinzuhören. Also in diesem Sinne, das ist eigentlich das Ziel, aber bis wir da sind, sagen wir mal, und ich das immer besser spüre, helfen so gewisse Richtlinien, die nicht stur sind, aber doch so gewisse Richtlinien, oder? Also ein anderes Beispiel, die Kohlenhydrate, die gehören zum Feuer. Feuerelement, das ist so diese Höhe, also die Erde, haben wir gesagt, oder? Dann kommt das Wasserelement, das sind so diese Zucchetti, das sind Salate, das sind Melonen, so Kürbis, das ist so das Wasser unten. Und dann ein bisschen höher, kommt beispielsweise das Getreide, und das ist die Feuerenergie. Und was ich jetzt für mich sehr gut merke, wenn ich sportliche Ereignisse habe, ich mache mal einen Lauf oder irgendwas, dann brauche ich Kohlenhydrate, werde ich am Abend vorher Kohlenhydrate essen und das hilft mir sehr mit der Bewegung. Wenn ich auf der anderen Seite jetzt 2-3 Mal Pasta esse und ich bewege mich sehr wenig, dann merke ich einfach, das passt weniger. Ich merke, dass ich das nicht so gut verdaue und ich merke, dass mir das nicht so gut bekommt. Also kann man beispielsweise schon auch sagen, je mehr Kohlenhydrate ich zu mir nehme, da brauche ich auch Bewegung, um die umzusetzen. Und wenn dann die Bewegung nicht kommt, dass sich das dann irgendwie festsetzt, dass ich zunehme, dass es mir nicht bekömmlich ist, was auch immer. Das ist so ein Beispiel jetzt mit dem Feuerelement. Also solche Analogien, die lassen sich durchaus im Großen so anstellen. Das funktioniert recht gut. Und da muss man für sich selber immer wieder ausprobieren und rausfinden, was passt für mich persönlich. Das ist ganz klar. Ja, ich glaube, Nahrung ist ein sehr individuelles Thema. Ich glaube, da gibt es nicht viel dran zu rütteln und sieht wahrscheinlich wirklich jeder ein bisschen anders. Du unterscheidest ja auch verschiedene Menschentypen. Genau, ja. Also Menschentypen, ich meine im Prinzip drei verschiedene Grundtypen, wobei jedes Individuum ist dann eigentlich eine Mischung aus diesen drei Typen. Aber kannst du das ein bisschen beschreiben? Genau, also ich habe denen auch einen Namen gesagt, dass das noch ein bisschen interessanter wird. Also wir haben da den L, und der L, der ist gärtenschlank,
Und so, wie gesagt, in diesen Reihentypus gibt es den kaum, weil wir eine Kombination sind. Aber der L, der ist gärtenschlank. Im Ayurveda wird der Vata-Typ genannt. Das ist der Lufttypus. Und der L, der ist, das ist so, sagen wir mal, Daniel Düsentrieb, weil seine Hauptkomponente sind die Nerven und das Nervensystem und das Gehirn. Und deshalb ist er auch, hat wahrscheinlich meistens eine Brille, weil er so viel liest und so viel Interesse hat, auch über Sachen zu wissen. Und das ist dieser Typus, der beispielsweise auch sehr schnell verdaut, der kaum aufpassen muss, dass er nicht zunimmt, weil er eben diese Art von Konstitution hat. Und was auffallend ist, ist, dass all diese Models, die heute gut sind oder zählen oder wichtig sind, das sind praktisch alle von diesem Vata-Typus. Und das ist ein Problem, wenn jemand jetzt ein anderer Typus ist und dann das als Vorbild nimmt, dann wird das Gesundheitliche nicht sehr gut herauskommen. Also gehen wir zum zweiten Typ, das ist der Pitta-Typ, heißt der im Ayurveda, das ist der muskulöse Typ. Also auch ohne viel trainieren hat er einfach einen guten Körperbau und recht gute Muskulatur. Das ist so eigentlich so der Athlet-Typ. Und da ist das Feuerprinzip vorherrschend. Und es ist noch wichtig zu sagen, dass es nicht einfach ein Konzept ist, dass sich einmal irgendein gescheiter Mensch ausgedacht hat, sondern man hat wirklich herausgefunden, in der Embryologie, so nach etwa 3 Wochen ist der Embryo ist ein Keimblatt, gibt es dann so 3 Keimblätter. Und aus dem einen Keimblatt kommen eben dann Nerven, Nervensystem, Gehirn. Aus dem mittleren, dem Mesoderm heißt das, kommt dann ist dann der Feuertypus, also da kommen dann die Knochen, das Blut, die Muskulatur. Und das dritte, das Endoderm, das sind dann die Eingeweide und die Innereien. Und um diesen Feuertypus noch fertig zu machen, ich sage einmal, das ist so Schwarzenegger-Typus, der eben ohne viel Trainieren einen guten Körperbau hat und für den ist auch Bewegen beispielsweise etwas sehr Wichtiges. Der muss sich da immer mal wieder ein bisschen körperlich auch austoben. Und der letzte Typus, das ist dann der Typus, der hat von den, sagen wir, Eingeweide, innere Organe, der hat einfach eine andere Statur, der hat einfach ein bisschen mehr Gewicht grundsätzlich bereits, das gehört zu ihm. Und er wird die Waage jetzt nicht in den Bereich bringen, wo wir diesen ersten Typus, den Ektotypus, also dieser Vata-Typus, wie er im Ayurvedischen genannt wird, der wird das nicht da hinkriegen, sonst wird es ungesund. Und das sind häufig auch Leute, die müssen nur etwas anschauen und sie nehmen schon zu dann davon. Und diese Typen auch, die kann man jetzt natürlich auch wieder kombinieren mit diesen Nahrungsmitteln, also mit diesen Elementen, dass eben beispielsweise ein Typus, der vielleicht eher ein bisschen träge ist, ein bisschen viel Gewicht hat, dass der gut dran tut, zwischendurch auch so ein bisschen feurige Nahrung zu nehmen, auch ein bisschen scharf zu essen, sagen wir, weil das Bewegung ins System bringt. Und da muss man schauen, vielleicht gibt es Leute, die das nicht so gut vertragen, dann muss man es anpassen, das ist klar. Aber so kann man jetzt mit dieses Grundwissen sagen, wir können in einer relativ großen Bandbreite, kann man sich jetzt überlegen und anstellen und auch ausprobieren, was funktioniert. Und das nimmt man dann pragmatisch und schauen, was funktioniert nicht und das mache ich dann nicht. Aber so kann man sich das schon vorstellen mit diesen Elementen, die halt so Qualitäten beschreiben. Ja, das heißt, jede Diät oder jeder Ernährungsplan muss natürlich auch auf diesen Typus dann zugeschnitten sein. Genau, hat Einfluss, ja. Ja. Genau. Und eben ist noch spannend mit dem Energetischen. Wir haben jetzt vorher den größeren Bogen gemacht, auch mit den Umgebungsenergien. Also ist ja, ich habe in einem Buch gelesen, da die sträfliche Vernachlässigung der Biophysik in der Medizin. Er schreibt da, der Kionke heißt er, er schreibt da, dass wir eigentlich nur ungefähr einen Drittel, wenn man das so misst, der Nahrung über das Essen aufnehmen und trinken. Dass eigentlich der größere Teil aus Umgebungsstrahlung kommt. Das hat mich eigentlich sehr erstaunt. Und das sind offenbar so,
vom Sonnenlicht her, von der UV-Strahlung, es gibt auch im Radiowellenbereich hat es noch sein Frequenzband. Es sind zwei größere Frequenzbänder, die die Atmosphäre durchlässt und diese Strahlung vom Universum auf die Erde kommt, überlebenswichtig auch. Und das finde ich noch spannend, weil es zeigt einfach auch auf, oder man könnte auch sagen, so geistig-spirituelle Energie. Also wenn quasi die Seele quasi nicht in Verbindung mit meinem Körper ist, dann kann der Körper auch nicht existieren. Das ist quasi auch nochmals eine Ebene. Also wir haben eigentlich wirklich verschiedene Ebenen, die genährt werden wollen. Das ist über der äußerst faszinierende Aspekt des Ganzen. Also du hast den Herrn Kionke schon angesprochen. Der sagt ja, dass überhaupt nur 30% unseres Energiebedarfs aus der Nahrung kommen sollen. Genau, ja. Die haben das untersucht und es variiert natürlich auch ein bisschen, wo man lebt, wie man lebt, aber die haben einfach die Rechnung auch gemacht. Der Mensch strahlt Wärme ab. Diese Wärme muss von irgendwoher kommen. Und dann haben sie das gemessen, haben auch die Kalorien gemessen, die der Mensch zu sich nimmt und haben gesehen, dass das wirklich ein ganz beträchtlicher Betrag fehlt. Und das mag zum Teil ein bisschen unterschiedlich sein, aber offenbar, was man gefunden hat, ist, dass doch die Nahrung, die physische Nahrung, dass die doch eigentlich der kleinere Teil ist. Das ist noch eindrücklich. Und man kann natürlich nicht sagen, ja gut, jetzt esse ich gar nichts mehr, dafür lege ich mich doppelt so lange an die Sonne, oder? Das ist klar, funktioniert nicht. Es braucht schon auch beides, aber es zeigt einfach auch, eigentlich ist der andere Teil ist mindestens so wichtig wie die physische Ernährung. Und gell, das habe ich jetzt auch ab und zu jetzt mit Ernährungsberatungen und so, da kommen Leute, die sich eh schon sehr für Ernährung interessieren, die auch schon sehr viel gemacht haben, sich gut kennen. Und da gibt es dann schon manchmal, dass ich sage, ja, klar könnte man hier und da noch ein bisschen optimieren, aber Ernährung, da sind sie gut unterwegs, ist vielleicht sinnvoller oder wichtiger, dass sie sich eine halbe Stunde länger jeden Tag im Freien aufhalten, weil das auch eine wichtige Quelle ist vielleicht wichtiger und sinnvoller, gewisse andere Dinge im Leben anzupacken, dass man einfach nicht zu starr dann nur an der Ernährung da rumdreht und gleichzeitig ist in anderen Bereichen wäre da viel mehr zu holen. Ja, also wie gesagt, das mit den 30% finde ich wirklich faszinierend, weil das, ich weiß nicht genau, wie das jetzt gemeint ist, welche Energie, also okay, der gesamte Energieumsatz, gut, vielleicht hat er das gemessen, aber das würde ja bedeuten, wenn man die 30% weglässt, dann müsste man mit den 70% ja immer noch recht gut überleben können. Das ist nicht ausschließlich, oder? Also entweder oder, dass man sagt, ja, 70%, das genügt. Ich meine, es ist ja erstaunlich, dass Leute, die nur Wasser trinken, dass die das irgendwie 40 Tage auch über die Runde bringen. Das ist erstaunlich, ja. Der Körper funktioniert immer noch einigermaßen. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und dann gibt es die Lichtnahrung und die essen dann gar nichts mehr. So wie der Michael Werner und wie sie alle heißen und auch zu allen Zeiten hat es ja Leute gegeben. Und im Prinzip, das Phänomen ist noch interessant, oder? Weil wenn es nur einer einzigen Person gelingt, muss es ja noch irgendwas anderes geben. Und ich meine, das ist der Punkt. Also ich meine, als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich wirklich, jetzt sind sie völlig ausgezuckt. Aber ja, da gibt es ja doch offenbar auch jemanden, der in der Schweiz, genau, das ist ja ein Schweizer, der bei einem Pharmakonzern sogar arbeitet, der das also getestet hat. In einem Krankenhaus haben die ihn da untersucht. Ich glaube, der hat diesen Test sogar zweimal gemacht, oder? Ganz genau, ja. Der Werner Michael, und der hat auch das Buch geschrieben, Lichtnahrung. Und der sagt am wohlsten ist es ihm, wenn er gar nichts isst oder trinkt. Das funktioniert prima. Er kann aber zwischendurch mal, um die Leute zu schocken, dann trinkt er mal einen Kaffee oder so. Das macht ihm nichts. Aber am wohlsten ist ihm eigentlich, wenn er dann gar nichts isst oder trinkt. Und ja, das leider sind auch diese Studien, oder die haben auch abgemacht, dass egal wie es herauskommt, das wird veröffentlicht. Und zumindest am ersten Spital war es dann so, dass sie sich dann die Courage dann doch nicht aufgebracht haben, dann das Resultat zu veröffentlichen. Naja, es ist halt auch so, dass man da ein bisschen aufpassen muss damit, weil wenn das jemand, also es sind ja viele Leute beim Versuch, es ihm gleich zu tun, draufgegangen. Ne? Mhm, mhm.
Und das ist nicht ohne Risiko. Ich habe es noch nie gemacht. Und ich meine, ich finde es faszinierend als, sagen wir mal, als Experiment. Aber auch hier, man darf nichts erzwingen. Es ist wie mit allem, oder? Man darf nichts erzwingen. Wenn man eine gute Begleitung hat und das macht und das funktioniert dann irgendwie gut, wunderbar. Aber man kann es nicht erzwingen, das kann gefährlich werden. Ja sicher, man kann verhungern. Genau. Ja. Und da ziehe ich eigentlich ein gutes Fasten, ein Heilfasten ziehe ich da eigentlich vor, einfach weil das dann gezielt auch die Gesundheit stärkt. Aber einfach zum Sagen auch, der Schweizer Nationalheilige da, der Niklaus von der Flüe, von dem weiß man auch, dass er jahrelang hat er dann, glaube ich, noch eine Oblate, oder die er gegessen hat, pro Tag, und das war's dann. Eben solche Dinge dürften eigentlich gar nicht funktionieren. Und das zeigt sehr das zeigt eigentlich sehr schön, was auch die Galina Shatalova sagt. Die hat mir da sehr aus dem Herzen gesprochen. Sie sagt auch, wir haben heute kein besseres Ernährungsverständnis, wissenschaftliches Ernährungsverständnis, weil wir so ein erbärmliches wissenschaftliches Menschenbild haben. Das ist genau der Punkt, oder? Wenn ich den Menschen als biochemische Maschine ansehe, dann darf es diese Dinge nicht geben und dann werde ich auch alles in Bewegung setzen, dass das halt Scharlatanerei ist oder was. Aber wenn ich nur schon jetzt das Menschenbild ändere und sage, ja, es gibt noch feinere Energien, und ich meine, der Einstein hat ja gesagt, alles ist Energie, oder auch sogar die Materie ist verdichtete Energie. Und das wollte ich einfach im Buch, wollte ich das von Anfang an klarstellen, es wird auch so viel über Energie gesprochen, wollte ich klarstellen, wenn ich Energie sage, was meine ich damit? Und dann unterscheide ich auch diese verschiedenen Stufen von Energie. Ist da der Vitalkörper des Menschen gemeint? Spannende Sache, weil wenn ich dann beispielsweise Sprossen esse, Sprossen, dieses aufkeimende Leben, die haben eine sehr hohe Vitalkraft. Und wenn ich die jetzt einverleibe, dann geht diese Kraft und stärkt meinen Vitalleib. Und ist klar, wenn ich mir selber gar keinen Vitalleib zuschreibe, oder das wieder mit der biochemischen Maschine, dann habe ich dieses Verständnis nicht. Aber wenn ich sehe, ich habe auch einen Energieleib, der will auch gestärkt werden mit Nahrung, die voll von Lebensenergie ist, die kraftvoll ist, dann macht das Sinn und dann verstehe ich auch bald einmal, warum die Wissenschaftler, die Ernährungswissenschaftler in einem Punkt sich einigen sind. Das ist der einzige Punkt, wo die sich einig sind, dass nämlich frisches Obst, frisches Gemüse, reif und gut verzehrt, so, dass das eine gesunde Sache ist. Und dann ist es ja sehr einfach zu verstehen, weil das ein Stück Natur ist, weil da Vitalkraft drin ist, weil das so auch dann meinen Vitalleib auch stärkt. Ja, also die Entschuldigung an die Hörer, dass es meine Stimme leicht zerrt. Wir haben dann immer Probleme mit dem Telefonhybriden. Ich versuche das da irgendwie halbwegs hinzukriegen. Jetzt, es wird sehr viel auch gesprochen über das Säure-Basen-Gleichgewicht. Das ist auch so ein interessantes Thema. Ich meine, jeder war schon mal übersäuert im Sinne, oder viele, nicht jeder natürlich, dass er saures Aufstoßen gehabt hat. Wir sprechen da aber eigentlich in Wirklichkeit von Konzepten, wie der Körper funktioniert, weil das ist ja alles empirisch. Ne? Und was ich recht überraschend finde, ist, dass also allein schon die Definition, welche Nahrungsmittel jetzt sauer sind und welche basisch, allein da schon ist ja quasi in jedem Buch gibt es da eine andere Meinung darüber. Ne? Und wenn man jetzt messen möchte, ob jemand übersäuert ist, dann wird es ganz schwierig, weil das Blut muss in einem ganz engen Rahmen sein. Genau. Das Urin ist, das verändert sich sowieso über den Tag, weil der Körper natürlich dann Säure ausstoßt und mal, also einfach weil seine Verdauung halt verschiedene Phasen durchläuft und so weiter. Ja, hat eine größere Bandbreite deutlich, ja. Ja, das heißt, man kann das nicht messen wirklich, ja. Wie ist dein Zugang dazu? Ja, das ist ein gutes Thema, weil ich wollte ein Kapitel schreiben, weil es so wichtig ist. Und ich habe ja eine ziemliche Bibliothek auch durchgeackert, weil ich will da was Verlässliches schreiben. Und gerade mit dem Thema Säurebase bin ich auf eine der größten Kontroversen gestoßen. Beispielsweise der Professor Andreas Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung
Er sagt ganz klar, Übersäuerung ist wissenschaftlich bislang nicht belegt und es spricht nichts dafür, dass ein Nachweis erfolgen könnte. Soweit so gut mal. Was sehr interessant ist, der Gegenpol, der ist sehr krass. Das ist der Professor Dr. Karl Hecht beispielsweise. Er ist kein Schwärmer, er hat sehr viele wissenschaftliche Papiere, hat er publiziert, wirklich viele. Und er sagt, dass sogar die Übersäuerung eigentlich der Anfang ist von sehr vielen Krankheiten und eine sehr wahrscheinliche auch Ursache von Tumoren. Also er sagt, nach heutigen Erkenntnissen beginnt es damit, dass das flüssige Bindegewebe, das heißt die Grundsubstanz unserer extrazellulären Matrix, also dieses Gewebe ist außerhalb der Zelle, dass diese Grundsubstanz vermüllt, also vergiftet wird. Und jetzt kommt, damit wird die vielfältige regulierende Funktion, dieses Bindegewebe ist nicht einfach, ja, da ist halt nichts dazwischen, da ist halt dann irgendein bisschen Gewebe, sondern die hat eine wichtige Funktion auch von Kommunikation und so weiter. Und wenn die vermüllt wird, dann wird diese regulierende Funktion gestört. Und da sagt Professor Hecht, sagt, das kann eben zu freie Radikale und so weiter, zu Regulationsstarre führen und sogar zu aggressiven Aktionen gegen normale Zellverbände. Er nennt das so, deutsch gesagt, Krebs. Und diese Kontroverse ist ja so unglaublich. Der eine sagt, hey, das gibt's gar nicht. Und der andere sagt, hey, pass auf, da beginnt eigentlich dann wirklich übles Zeug kann dann da beginnen. Und ich glaube auch, es hat sehr stark wieder mit dem Menschenbild zu tun. Und es ist interessant, am Montag vor einer Woche kam im Schweizer Fernsehen, gibt's einen Puls. Puls ist eine Gesundheitssendung. Da wurde auch über Säurebase diskutiert. Und jetzt ist ja wieder Fastenhochsaison jetzt im März. Ich habe auch mit einer Gruppe jetzt wieder gefastet, vor jetzt eine gute Woche her jetzt. Und das ist interessant, weil da die Schulmedizin, die hat eine ganz klare Position. Und die kennen das einfach. Sie haben, ich sage jetzt einfach mal, sie haben das Wissen nicht. Das unterstelle ich jetzt einfach. Weil sie kennen diese Übersäuerung, die aber dann beim Blut ist. Und wenn das Blut diesen Säure- und Basengleichgewicht nicht mehr halten kann, dann ist wirklich, das ist wirklich dann kurz vor dem Ende. Also da, man kann das nicht am Blut messen und dass es dann innerhalb des Körpers, dass es da Unterschiede gibt und dass es ganz, ganz wichtig ist, das wird wenig verstanden, obwohl es wissenschaftlich, und ich habe da lange recherchiert, wissenschaftlich ist es sogar festgelegt. Und da möchte ich sehr gerne ein, zwei Dinge dazu sagen, weil ich sehr viel Erfahrung damit habe, auch aus den eigenen Seminaren. Und die Geschichte ist mit diesen, mit dem Magen. Also wir müssen, also es ist wichtig zu verstehen, dass der Körper, der kann nicht einfach Säure bilden aus etwas Neutralem. Das geht nicht. Wenn der Körper etwas Neutrales nimmt, neutrale Wasser und gewisse Dinge, dann entsteht Säure beispielsweise im Magen, das HCl, diese Salzsäure. Aber weil da Säure entsteht, muss irgendwo anders Base entstehen. Wenn man das versteht, dass eben die Säure diese Wasserstoffionen sind, dann gehen die Wasserstoffionen halt da weg und dann fehlen die da drüber. Das heißt, wenn es dann links sauer wird, dann muss es rechts basisch werden. Das geht gar nicht. Das ist der Grundchemie. Das ist relativ klar vom Verständnis her. Das heißt, wenn der Körper im Magen diese Salzsäure produziert, die eine sehr, sehr starke Säure ist, wird außerhalb des Magens, und das ist spannend, wird 2,3 mal mengenmäßig so viel Natriumbicarbonat produziert im Körper drin. Weil der Körper nicht nur einfach Säure aus etwas Neutralem produzieren kann. Und jetzt kommen Wissenschaftler, ich habe da ein Buch vom Springer Verlag, wo das wirklich klar, stark wissenschaftlich auch untermalt ist, die sagen sogar, diese Salzsäure, um da die Nahrung verdauen, die ist schon gut und wichtig. Das Wichtigere eigentlich sind diese Basen rundherum, weil das gibt dann regelrecht Basenfluten. Kann sich vorstellen, jedes Mal, wenn es dann zur Essenszeit kommt, wir bekommen Hunger, das ist gekoppelt, Hungergefühl ist übrigens gekoppelt mit der Salzsäure, mit der Magensäure. Jedes Mal dann wird im Körper
um den Magen rum und eben in diesem Bindegewebe, in diesem Bindezwischengewebe, wird sehr viel Basen produziert und die gehen da und räumen auf. Die gehen da und binden sich mit Schlacken, mit Abfallstoffen, mit anderen Stoffen, die dann, wo es dann Basen braucht, um das dann wieder zu binden und auszuscheiden. Und da habe ich auch ein Kapitel dann im Buch wegen diesen Säureblocker. Dieses Säureblocker, das kann ein Segen sein, oder wenn jemand geplagt ist über lange Zeit und dann nimmt er solche Säureblocker und es gibt weniger Säure und der Magen, der hat dann ein bisschen Ferien, der kann dann ein bisschen ausheilen. Wenn ich die aber länger, mittel- oder längerfristig nehme, ist das sehr, sehr nicht so eine gute Idee, sagen wir mal. Weil wenn da keine Säure produziert wird im Magen drin, wird auch um den Magen herum keine Base mehr produziert. Und das heißt ganz einfach, dass diese Basenfluten ausfallen. Das heißt, die Müllabfuhr außerhalb in diesem Außenzellulärgewebe, wie Professor Hecht das nennt, diese Müllabfuhr, die quittiert dann den Dienst. Und das ist meiner Meinung nach auch, das ist gefährlich, weil ich dann das Säureproblem vom Magen tiefer in den Körper reindrücke. Und das ist entgegen jeder Heilweise. Weil alle Heillehren sagen, man muss Probleme aus dem Körper rausholen. Also runter und raus. Und das ist diese Geschichte mit den Säurenblockern, die in meinem Verständnis sehr, sehr klar ist. Da habe ich auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und wenn wir diese Zwischenebenen sehen, dann bekommt Säurebase eine ganz andere Bedeutung. Und diese Bedeutung, da ist das Verständnis in der Schulmedizin, das wird so nicht gelehrt. Die Schulmediziner, die kennen das nicht, außer natürlich immer Ausnahme ist klar, die sich dann auch damit beschäftigen. Jemand fragt auch bezüglich Erkenntnisse zu Säure, Base und Hautkrankheiten. Mhm. Nehme an, dass das auch mit Hautkrankheiten zusammenhängen kann oder nicht? Es gibt ja der, ich glaube, Beck hat er geheißen, der hat gesagt, es gibt eigentlich kein Organ oder Körperfunktion, die nicht irgendwie mit Säure durcheinander gebracht wird und die aber dann außer auch die Verdauung. Mit Entsäuerung, genau, und die dann mit Entsäuerung dann auch wieder ins Lot gebracht werden können, oder? Und die Haut ist natürlich eines der Hauptreinigungsorgane. Und was wir beispielsweise beim Fasten machen, und das geht auch auf den Dr. Stone zurück, wir mischen dann das Natron, dieses weiße Pulver kann man ja kaufen, ist ja häufig in der Backabteilung, kriegt man das, also in der Apotheke, Drogerie. Ich arbeite viel damit. Dieses Natron kann man 1:1 mischen mit Meersalz und das beispielsweise beim Duschen dann, wenn die Haut nass ist, geben wir das auf die Haut und rubbeln da ein bisschen, weil dann diese Hautporen, die werden dann geöffnet, die werden gereinigt, dann kann die Haut auch wieder besser atmen. Und die Haut ist ein Reinigungsorgan und wenn wir viele Giftstoffe in uns haben und Säure jeder Art begünstigt natürlich die Giftstoffe oder ist selber ein Giftstoff, je nachdem am falschen Ort, ist dann die Haut beeinträchtigt. Das heißt, wenn ich dagegen steuern kann, wenn ich den Körper reinigen kann, dass nachher die Haut wieder besser funktioniert, also die Funktion der Haut, nämlich auch diese Poren, diese offenen Poren dann auch, wo Gifte und Gase auch ausgeschieden werden können, auch mit dem Schweiß und all diese Dinge, die funktionieren wieder besser und der Haut geht es dann besser. Und deshalb sind diese Reinigungen, diese sporadischen Reinigungen, ich empfehle einfach so einmal im Jahr so ein Heilfasten zu machen. Deshalb ist das so gut und nützlich, weil wir dem Körper etwas von dem zurückgeben können, was er ja täglich auch für uns macht. Ja, und da sind wir jetzt auch schon beim zweiten Teil sozusagen unserer heutigen Diskussion. Also neben einer gesunden Ernährung ist natürlich auch, oder ist offenbar auch das Nicht-Essen sehr wichtig oder eben um auch den Körper dann zu reinigen, um ihn zu entschlacken. Auch dieser Begriff ist ja sehr umstritten. Also da gibt es ja auch sehr viele, die sagen, nein, das ist ja Blödsinn, es gibt keine Schlacke im Körper. Ne? Mhm. Aber gut, sind halt alles Begriffe. Ne? Und du hast da vorher auch jemanden genannt, der so sagt, dass sich dann gewisse Giftstoffe in diesem Bindegewebe ablagern und das,
das könnte man dann ja Schlacke nennen. Ne? Genau, ja. Und ich nehme an, der hat einen recht guten Grund zu sagen, dass sich das im Bindegewebe ablagert. Ich nehme an, das hat er auch irgendwie empirisch festgestellt oder gemessen. Oder ja. Ja, es gibt auch den amerikanischen Biologen, den Oshman, der heißt James Oshman, der beschreibt diese außerzelluläre Matrix, beschreibt das als körperliches Kommunikationssystem, das sogar dann noch schneller ist als das Nervensystem. Der hat dann das auch wirklich biologisch experimentiert, dass da gewisse Reize derart schnell übermittelt werden, dass es nicht über die Nervenzellen gehen kann. Da wurde er stutzig, weil er dachte, er hat falsch gemessen und hat das dann nochmals nachgemessen und dann ist er darauf gekommen, dass da eine ganz interessante Kommunikationsmatrix in unserem Körper noch existiert. Und deshalb beispielsweise, wenn wir jetzt gerade bei dem sind, auch ganz, ganz wichtig ist, was wir für Salze zu uns nehmen. Weil man weiß, dass Salz, wenn ich verschiedene Salze habe, das hat auch verschiedene Leitfähigkeiten. Und was ich immer allen empfehlen, ist, dass man erstes Mal dieses Tafelsalz, dieses reine NaCl, dass man dieses Tafelsalz vielleicht im Winter dann aufs Glatteis streut oder vielleicht besser nicht einmal da und sicher nicht ins Essen tut. Dass man da ganz sicher dann diese Himalaya-Salze nimmt oder auch gute Meersalze, das ist prima. Aber dieses reine NaCl, das ist eigentlich körperfremd, das ist nichts Natürliches. Das ist für den Körper ist das eine Belastung. Das heißt, es genau, muss nicht nur auch wegen den Inhaltsstoffen auf der physischen Ebene, sondern weil dann auch beispielsweise diese Leitfähigkeit, diese Zwischenzellflüssigkeit, die wird beeinflusst auf eine negative Art. Und der Oshman sagt, dass die wirklich sehr wichtige lebensregulierende Funktionen haben. Und wenn man auch sich bedenkt, dass Krebs, sagt man auch häufig, ist eine Kommunikationskrankheit. Die Zellen kommunizieren nicht mehr miteinander. Da gibt es eine riesige Ballung von Zellen und eigentlich sehen die Signale aus, hey, stopp, halt, nicht mehr weiter wachsen. Es hat eh schon viel zu viele Zellen und das wird aber ignoriert, nicht mehr gehört. Also dann ist man ja nachher dran, dass man sieht, okay, die Kommunikation ist da gestört. Und wenn ich diese Kommunikation wieder hinkriege, dass ich da gute Chancen habe, dass sich da etwas verbessert. Dasselbe, was für Salz gilt, gilt ja nach Meinung viel auch für Zucker. Ja, genau. Ja, also Krebszellen mögen definitiv keinen Zucker. Na, aber auch dort ist ja der raffinierte Zucker verpönt, ne? Jetzt habe ich es falsch gesagt. Also Krebszellen eben, die haben sehr gerne Zucker. Und wenn sie den nicht kriegen, haben sie ein Problem, genau. Und das ist ähnlich wie beim Salz. Der raffinierte Zucker, der weiße Zucker, der ist halt einfach, nicht, wie soll ich sagen, biologisch. Und man sieht es auch vom Übersäuern her. Ich habe das auch mal angeschaut mit der Übersäuerung. Warum übersäuert der? Der ist doch so süß. Aber der hat die Übersäuerung ist ja mit den Wasserstoffionenkonzentration und der kann bis zu 6 Wasserstoffionen offenbar kann der abgeben. Und das ist dieses Molekül oder diese Zuckermoleküle. Und das ist unglaublich übersäuernd. Und deshalb genau, nimmt man noch besser Honig. Also auch Dr. Stone sagt, wir brauchen gar nicht so viel Süßes und wenn, dann soll man doch ein bisschen Honig nehmen. Es gibt ja Stevia, das an sich schon auch gesund ist und dieser Geschmack, ich mag ihn gar nicht, ich mag ihn noch ganz gut. Da gibt es verschiedene Alternativen. Und wenn es dann mal Zucker sein soll, dann kann man doch diesen Rohrohrzucker nehmen, der schmeckt ja genau gleich süß wie der andere Zucker auch. Meine Frau backt auch, kann man also auch zum Backen brauchen und so, damit man doch gescheiter dann diesen, ja. Aber du sagst, der Unterschied ist jetzt nicht so sehr auf der chemischen Ebene, sondern wo eigentlich jetzt dann? Der Unterschied ist schon vor allem auch auf der physischen Ebene, genau. Weil der Rohrohrzucker, der hat noch viele verschiedene andere Bestandteile in sich. Also das ist eigentlich dann der Mix der Inhaltsstoffe, wo dann der weiße raffinierte Zucker, ist ähnlich eigentlich wie beim NaCl, das ist dann eigentlich einfach wie so Stereotyp quasi eine Sorte von Molekülen, auch beim Salz oder diese Meersalze, die haben dann ganz viele Verbindungen, nicht nur NaCl,
die haben dann auch Kalium, also Kaliumchlorid, die haben dann auch verschiedene andere Salze noch in sich, ist ein guter ausgewogener Mix. Und das andere ist so ein einseitiger Mix, der ist körperfremd. Also das, für den Körper ist das Aufwand, dann damit umzugehen. Also das heißt, im natürlichen Zustand ist der Zucker quasi eingebettet. Da ist also ein ganzes Spektrum an verschiedenen Stoffen. Und wenn man jetzt dann nur quasi messerscharf ein ganz schmales Band da rausfiltert, wenn man das so sehen will, also nur ein Molekül mehr zulässt, dann tut sich der Körper das schwer, das zu verarbeiten. Das ist ja bei Vitaminen, zumindest hatte ich da mal eine Sendung mit jemandem über Vitamine, das sollte sehr ähnlich sein. Ja, genau. Ich kenne mich jetzt so mit Zuckersalz, mit diesen Dingen kenne ich mich besser aus. Bei Vitaminen ist dann sicher auch von der Aufnahme her, ist das sehr auch abhängig davon. Und deshalb ist das, also ich habe mich jetzt auch beim Schreiben des Buches, ich habe mich so oft auch hinterfragt, ja, was mache ich da, ist das wirklich gescheit, was wir da machen? Und da ging ich an ein Seminar und die sagen, ja, wenn jemand fastet, dann muss er, also schon so muss er dann Vitamine zu sich nehmen zusätzlich, aber wenn er fastet, dann ist es gar keine Frage mehr, dann ist es sowieso ganz klar, dass der noch zusätzlich Vitamine schlucken muss, weil da vom Körper all die Giftstoffe kommen und alles andere sei da unverantwortlich und so weiter und so fort. Bin ich auch zurückgekommen und gedacht, ich habe noch nie Vitamine genommen oder während des Fastens. Habe ich auch gedacht, ja, ist das jetzt wirklich so schlau, was wir da machen? Und dann schaue ich wieder hin und sehe, es ist ja kein reines Saftfasten. Wir nehmen ja Gemüse und Früchte. Ab dem Mittag kann man also Gemüse und Früchte auch essen. Man lässt einfach alles sonst so weg oder Salz ist natürlich weg. Dann ist natürlich sowieso Zucker und Kohlehydrate und Reis und all das ist einfach alles, auch Milchprodukte ist klar, das ist alles weg. Aber man kann auch gute Öle, hat Randolph Stone dazugenommen. Und dann habe ich gesehen, da nehmen wir sehr viele Vitamine, wir nehmen sehr viele Mineralstoffe und wertvolle Inhaltsstoffe nehmen wir zu uns, aber im natürlichen Mix einer guten Frucht, einer Reifen, im natürlichen Mix eines guten Gemüses. Und dieser Mix, der ist meiner Meinung nach noch immer die beste Grundlage für eine gute Aufnahme im Körper. Und ob dann so ein einzelner Stoff, klar, ich meine, wenn jemand mal ein bisschen Vitamin D beispielsweise, habe ich jetzt diesen Winter auch mal ein bisschen genommen, weil wir da wenig Sonne hatten, oder wenn da jemand mal ein bisschen Vitamin D nimmt oder mal ein bisschen Vitamin C bei erhöhtem Bedarf, da spricht ja auch nichts dagegen. Aber ich meine doch, dass diese Früchte, Gemüse, dass wir damit Nahrung dann und wichtige, wertvolle Inhaltsstoffe dann in einer Form zu uns nehmen, die uns die Natur bietet. Und das ist einfach, ich sage immer, und der Stoll hat es auch gesagt, die Natur, die weiß es einfach am besten. Die weiß es am besten. Und deshalb würde ich da auch nicht rumspielen dann mit der Natur, eben wenn es um Gentechnologie-Sachen geht, ist dann wieder ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Und ich meine, ich glaube, das ist wirklich eine völlig andere Geschichte, aber. Genau. Gut, wir sind jetzt schon wirklich beim Fasten und wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Nicht ganz. Also Fasten jetzt nicht so sehr, oder was mich jetzt in deinem Buch nicht so sehr angesprochen hat, ist jetzt Fasten, um abzunehmen, sondern Fasten, um zu entgiften. Genau. Was natürlich Hand in Hand geht, ist ja klar. Aber, was passiert da, wenn jetzt jemand zu fasten beginnt? Was bedeutet Fasten? Heißt das, also wir sprechen da jetzt ja nicht von einer Null-Diät. Und wie schaut das aus? Ja, genau. Kollege von mir sagt immer, du sollst nicht fasten sagen, weil wenn gewisse Leute fasten hören, dann klappen da die Ohren nach hinten und dann hören die gar nicht mehr weiter. So ist es, ja. Der Dr. Stone, der hat dem Cleansing Diet, hat er dem gesagt, eine Reinigungsdiät. Und da geht es darum, dass vor allem auch, und das hat er für Leute entwickelt, die chronisch krank sind. Sagen wir mal beispielsweise auch Krebs von mir aus, sagen wir gewisse MS, Arthritis, Arthrose, Rheuma und so weiter. Ursprünglich hat er das für solche Leute eigentlich entwickelt und hat gesehen, wenn die dann so ein Null-Diät machen, die sind eh schon geschwächt. Das kostet zu viel Substanz. Und hat dann innerhalb von 60 Jahren da in seiner Praxisarbeit, er war ja Naturheilarzt, er war Osteopath, er war das ein Pionier. Innerhalb von 60 Jahren hat er dann diese Art von Heilfasten, sage ich jetzt trotzdem mal,
entwickelt. Und da geht es darum, dass ganz gezielt die Gesundheit, also die Reinigung quasi im Körper dann vollzogen wird. Und ganz gezielt heißt es, man macht gewisse Dinge am Morgen, jetzt einen Drink und einen Tee, hat herausgefunden, dem bin ich auch noch ein bisschen länger dann nachgegangen. Das ist noch eine spannende Geschichte, die Leber ist das Hauptentgiftungsorgan auch, Niere auch, aber die Leber ist da noch wichtiger beim Entgiften. Und da kann man sich fragen, ja, wohin geht jetzt die Leber mit den Giften, oder? Wenn sich da Giftstoffe ansammeln, die Leber nimmt da die Gifte raus, wo geht sie hin mit diesen Giften? Das ist eine spannende Frage, weil wenn ihr das ins Blut abgibt, oder, dann geht es einmal im Körper einmal rundherum und landet wieder bei der Leber, weil die Gifte dann zur Leber gehen, das ist die Stoffwechselfabrik und damit die da wieder umgesetzt werden. Also das funktioniert nicht, das wäre ein Bumerang, oder? Und das ist spannend, die Leber, die einzige Möglichkeit, der Ausscheidungskanal der Leber, das ist die Galle, also der Gallensaft. Das heißt, die Leber tut dann diese Gifte quasi in die Gallensäfte und die werden ja dann in den Darm gespritzt, auch um Fette zu verdauen und so weiter und gehen dann über die Darm, werden die dann ausgeschieden. Ein kleines Stückchen wird immer noch ein bisschen resorbiert, aber das ist ein kleines Stück. Und das finde ich eigentlich auch genial. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen Formen des Fastens auch beschäftigt. Und außer im Ayurveda, wo ich denke, der Dr. Stone hat das von da, gibt es keine Fastenart, wo wir Öle, gute Öle, kaltgepresste Öle nehmen während des Fastens. Und das ist genau die Idee, weil wenn ich Öl nehme während des Fastens, dann werden die Gallensäfte werden angeregt. Oder? Das ist klar, weil die Galle zersetzt das Fett, oder? Und wenn ich jetzt Öl nehme, kommt Fett und dann muss mehr Gallensaft produziert werden. Und das gibt beispielsweise der Leber dann die Möglichkeit, noch besser zu entgiften, einen noch besseren Kanal zu haben, dann auch die Giftstoffe loszuwerden. Das so als kleines Beispiel, dass das irgendwie einfach sehr gut durchdacht ist, da was der Stone gemacht hat. Und dann gibt es eben, wie ich gesagt habe, die Anwendung für die Haut, weil die Haut ein wichtiges Reinigungsorgan ist. Gibt es Anwendungen für die Nieren. Und so wird dann ganz, ganz gezielt eigentlich diese Entgiftung angegangen. Und das funktioniert auch wenn man dann nicht nur Säfte trinkt. Säfte haben aber eine große Bedeutung bei dem Ganzen. Also man soll ja dann auch den Tag quasi mit so einem Saft beginnen. Ja genau, also bis am Mittag isst man noch nichts. Also man hat am Morgen diesen speziellen Saft. Das ist eben die Zitrone hat auch ganz wichtige reinigende Funktionen. Die Zitrone ist sowieso eine geniale Frucht und hat auch herausgefunden, eben diese Zitrone in Kombination mit diesem Olivenöl. Man kann auch andere gut gepresste, kalt gepresste Öle nehmen. Das geht gut. Diese Kombination ist dann speziell. Und klar, man muss genug trinken. Und ich habe auch schon Leute dann im Kurs, die sagen, ach weißt du, wenn ich schon faste, mir geht es wirklich am besten, wenn ich nur Säfte mache. Das geht auch, oder? Das ist eigentlich, es ist nicht so stur, sagen wir, oder so strikt. Da gibt es eben, und das haben wir vorhin besprochen, es gibt verschiedene Menschentypen. Und da wird das Fasten wird angepasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand dann noch zum Ziel hat, auch noch ein bisschen Gewicht abzunehmen, weil da ein bisschen Reserve da ist, dann wird man auch das ein bisschen strikter auch machen können. Und für den Körper ist dann das dann gut, weil der Reserve hat. Und wenn jemand dann eher sehr hager ist, praktisch null Reserven, dann macht es keinen Sinn, dass der sehr strikt fastet, weil das geht dann schnell an die Substanz. Braucht es nicht, ist nicht nötig. Dann wird man da ein bisschen gegensteuern. Und der wird dann beispielsweise auch ab und zu mal eine Kartoffel sogar essen, sagen wir am Mittag oder am Abend, weil das dann ein bisschen mehr Substanz hat und das macht aber tut keinen Abbruch bei der Reinigung. Also da wird danach, mache ich immer auch in den Fastenseminaren dann auf die einzelne Person, muss man das ein bisschen anpassen. Also die vorher genannten Typen kommen da wieder ins Spiel. Ne? Also Der hagere Typ kann dann eher, ich glaube, Bananen, Datteln und solche Dinge dazu essen. Nüsse geht gar nicht, ne, ja. Während dem Fasten. Ja, ganz genau. Es gibt eine Art eine Pufferzone, wo, auch wenn man dann, oder es gibt Tage, da bin ich körperlich sehr stark engagiert und dann brauche ich einfach ein bisschen mehr.
Und dann gibt es vielleicht Tage, wo ich mir ein bisschen schauen kann, mich ein bisschen rumhänge. Und da brauche ich auch weniger Nahrung. Das kann dann so ein bisschen angepasst werden, ganz genau. Und der Hagere, der ist einfach viel schneller in seinen ganzen Körperfunktionen. Häufig verdauen die viel schneller. Und da erlebe ich auch immer wieder, dass beispielsweise dann die Reinigung, dass die auch früher einsetzt, dass es auch viel schneller geht. Und der muss dann typischerweise auch nicht so lange fasten wie jemand, der jetzt vom anderen Typus ist und dann ein bisschen Übergewicht hat. Und ich meine, ich erzähle hier vielleicht mal ein Fallbeispiel. Das ist halt immer schön. Ich habe das im Buch auch über 20 Fallbeispiele, wo ich einfach sage, das ist die Ausgangslage, das haben wir gemacht und so ist es herausgekommen. Und dann versucht man das noch ein bisschen zu schauen, ja, woran könnte es gelegen haben. Aber das ist für mich sehr pragmatisch und da kann jemand sagen, ja, Schlacken gibt's nicht. Oder es kann jemand sagen, ja, Fasten, ja, das ist gefährlich. Oder kann eigentlich sagen, was er will. Aber ich habe das erlebt und vielleicht interpretiere ich es falsch. Aber die Resultate habe ich, sagen wir, mehrfach solche Fälle dann gehabt. Das ist für mich dann noch wichtig, weil das ist so passiert. Also eben beispielsweise eine Frau, die hat dann auch die Diagnose Rheuma erhalten und die hatte seit jetzt einem halben Jahr die Ernährung ein bisschen umgestellt gehabt. Und die war also fit, die war da im Dorfverein, die war im Turnverein, hat einen Garten, wo sie auch selber gutes Gemüse anpflanzt und sehr viel Bewegung und so. Also die hatte sehr viel Bewegung auch und das war eigenartig, weil die so komische Schmerzen bekommen hat. Also in den Gliedergelenk, bei den Knien, Beinen, auch bei den Händen, auch speziell am Morgen, wenn sie aufgestanden ist, dann hat sie eigentlich relativ lange gebraucht, bis sie da so ein bisschen in die Sätze kommt. Und das war dann der Hammer, oder? Wenn der Arzt dann sagt, ja, dumm gelaufen, Rheuma, oder? Und es gibt aber noch gute Medikamente, aber die müssen sie dann schon bis ans Ende des Lebens nehmen. Das war jetzt bei ihr, war das wirklich so eine ziemliche Hammerdiagnose. Glücklicherweise heute auch nicht mehr immer so. Aber bei ihr war das so. Und die ist dann zu mir gekommen, da haben wir auch dieses Heilfasten gemacht. Und da war sehr eindrücklich bei ihr. Wir haben zuerst baut man ab. Also ist nicht so hauruck, als noch wichtig. Man baut so ein, vielleicht sogar zwei Wochen ab. Das heißt, ich lasse erst mal ein bisschen Alkohol weg, wenn ich das habe, oder auch Fleisch. Wenn ich Fleisch esse, lasse ich das langsam weg. Lasse diese Sachen langsam weg, dann vielleicht Süßigkeiten. Und so baue ich ein bisschen ab, bis ich dann die salzlose Phase habe, wo das eigentliche Reinigen beginnt. Und zum zweiten, dritten Tag des salzlosen Fastens hatte diese Frau Stuhlgang etwa 4-5 Mal hintereinander, also innerhalb von etwa 2 Stunden. Und die ist dann wirklich ganz erschrocken zu mir gekommen und hat dann gesagt, also sie verstehe das nicht, das hätte sie noch nie erlebt. Sie hat dann wirklich so ratlos, hat sie gesagt, wo kommt das alles her? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und offenbar bei ihr war jetzt wirklich so eine Blockade in der Ausscheidung, obwohl sie war nicht verstopft. Also es war keine Verstopfung oder so. Sie hatte regelmäßig Stuhlgang. Aber da hat sich was blockiert, festgesetzt irgendwo. Und mit dieser Reinigung, mit dem Heilfasten geben wir dem Körper dann wieder Gelegenheit, gewisse Dinge einfach aufzuräumen, weil er dann ein bisschen weniger unter Belastung steht. Die Verdauung braucht erstaunlich viel Energie und die wird frei, wenn diese Verdauung dann reduziert wird oder fast ganz ausfällt dann. Und das war sehr eindrücklich, und weil dieses gestaute Material, das produziert dann auch Gase und Giftstoffe und das ist eine typische Eigenvergiftung. Und interessant war, dass bei ihr und dem Blutdruck, das ist ja sowieso beim Fasten, dass der Blutdruck dann herunterkommt. Da muss man sogar dann ein bisschen weniger Blutdruckmedikamente nehmen. Ist auch immer gut natürlich, wenn man das mit dem Arzt abspricht. Aber das ist mathematisch. Wenn ich das Salz weglasse, kommt der Blutdruck herunter. Das ist wirklich mathematisch. Und bei ihr war noch interessant, sind noch 2-3 Dinge passiert. Und mit ihr hat mir das dann etwa fast vier Wochen gemacht, diese salzlose Phase. Und das ist dann, da war dann der ganze Spuk natürlich vorbei. Es gab noch einen kleinen Restschmerzen, die sie schon seit vielen Jahren hatte, einfach am Morgen. Und so nach dem Aufstehen ist das wieder besser. Da ist noch ein kleiner Rest ist geblieben.
der ganze andere Spuk, der ist vorbei, wie wenn er nicht da gewesen wäre. Das war ein Beispiel, wo ich jetzt viele Dutzende hervorziehen könnte, auch gerade von letzter Woche, sehr viele Erfahrungen jetzt, weil ich dieses Fasten jetzt auch schon mit Gruppen mache, 2-3 Mal im Jahr, und das seit über 10 Jahren, da kommen auch diese Erfahrungen zusammen. Das ist immer sehr schön und spannend. Ein weiterer sehr interessanter Zusammenhang, finde ich, ist, der auch von dir und anderen Therapeutinnen und Therapeuten immer festgestellt wurde, ist der Zusammenhang, der augenscheinliche, zwischen Giftstoffen, die im Körper lagern, oder Entgiftungsprozessen, aber auch psychischen Blockaden, die sich dann da irgendwie parallel dazu lösen oder die da irgendwie in Wechselwirkung stehen. Das ist, finde ich, äußerst faszinierend. Ja, das ist sehr faszinierend. Ein ganz wichtiger Punkt auch, weil wir dann vielleicht doch auch Gefahr laufen, nur das Symptom, auch bei der Entgiftung, oder? Könnte ich auch nur das Symptom dann quasi behandeln und dann diese bösen Giftstoffe wegmachen, die ja überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Und auch hier, wenn man es wirklich ganzheitlich ansieht, ist das häufig nicht so. Und ich habe das erste Mal bei diesem Schwermetall Guru, sage ich jetzt mal, bei diesem Klinghardt, er betont das auch immer sehr, und das finde ich ein sehr schöner und ganz wichtiger Gedanke. Ich gehe davon aus, wenn irgendwo Giftstoffe im Körper sich festsetzen können, dass da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass da eine mentale Blockade ist oder ein Knoten oder irgendwas auch im Energiesystem. Sonst würde der Körper diese Giftstoffe einfach freilassen, die würden sich da gar nicht anhaften können. Und was, sagen wir mal, diese These ein bisschen stützt, ich erlebe das ab und zu, ich mache Körperarbeit mit dieser Polarity, da arbeiten wir oft am Körper, da gibt es ab und zu, dass die Leute kommen, fragen man, ja, wie war die letzte Sitzung und so, wie ging es da noch? Und dann schauen die mich groß an und sagen, sie hätten nachher aufs Klo müssen und das hätte gestunken, so etwas hätten die noch nie erlebt. Also dass, wenn wir am Körper arbeiten und dann gewisse Themen auch angehen, gewisse Themen sich lösen können und dürfen, was dann immer auch ein Geschenk ist, machen können wir das häufig nicht, aber es passiert dann manchmal einfach, es ist dann sehr schön, das ist wirklich ein Geschenk dann, dass dann der Körper viele Giftstoffe loslässt. Das ist dann noch spannend. Und zum Teil gibt es sogar auch, wenn wir nur im Gespräch arbeiten und gewisse Dinge lösen können, dass der Körper dann diese Giftstoffe weglässt. Und das stützt eigentlich schon etwas, was ich davon ausgehe, dass das wirklich dann auch so ist. Und was ich eben daran, und das ist dann ein wichtiges Fazit, in einer Zeit, wo wir von so vielen Giften umgeben sind, sagen wir einmal, ist es manchmal schon ein bisschen trübselig, wenn ich daran denke, wie es da meiner Gesundheit schlecht geht, aufgrund dieser Vergiftung von allem, hört man ja immer auch von Quecksilber in den Gewässern, von diesen auch Hormonen natürlich in den Gewässern und so weiter, also in der Luft, überall. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich geistig, mental gut dran bin, oder wenn ich innerlich, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, wenn ich innerlich gut aufgeräumt bin, gut mit mir bin, gut mit der Umwelt quasi bin, das ist ein wirksamer Schutz, dass sich gewisse Giftstoffe in mir gar nicht so festsetzen können. Das glaube ich wirklich. Also sprich, wenn dann die mentale Verfassung, das Innere, wenn das quasi wie gut gereinigt ist, innere Arbeit und so weiter, dass es dann die äußeren Gifte schwerer haben, sich festzusetzen. Ist ganz klar, wenn da schlimme Gifte da sind, ist logisch, das hat Wirkung, das meine ich nicht. Aber diese Gifte, die lagern sich dann nicht ein und die schleppe ich dann nicht in diesem Sinne mit mir rum, sondern der Körper kann besser damit umgehen und die auch dann besser wieder loslassen. Ich glaube, wenn wir ganzheitlich denken, müssen wir wirklich auch in diese Richtung denken. Und das Schöne ist, da kann ich was machen. Oder mit den Umweltgiften und was da alles Bach abgeht heutzutage, sagen wir mal, da habe ich gar nicht so viel Einfluss, oder? Das kann dann schon ein bisschen frustrierend sein. Aber auf dieser Ebene, da habe ich Einfluss, da kann ich was machen. Da kann ich schauen, wie sind denn meine Gedanken. Und da kann ich noch so biologisch essen, und wenn meine Gedanken vergiftet sind, gibt das Giftstoffe im Körper. Ich hatte, glaube ich, auch das Beispiel erzählt, in einem Fastenkurs, da haben wir auch immer da
Urin-pH gemessen. Da bekam eine Frau zweimal einen Telefonanruf. Es ging um ein Problem. Ich weiß nicht mehr, war das geschäftlich mit dem Chef, ich weiß nicht mehr, was es war. Und die hat sich aber sehr, sehr aufgeregt. Also die hat sich genervt, die wurde da wütend. Und wir haben dann 20 Minuten, eine halbe Stunde später ist der Urin-pH im Keller unten 5,2. Tiefster Wert der ganzen Woche. Und das ist noch ein zweites Mal passiert. Und das war für mich eindrücklich, weil das ist genau das, was Dr. Stone sagt, dass quasi unsere mentalen und emotionalen Energien, dass die effektiv zu Körper, also zu Chemie werden im Körper. Und das hat sich da wirklich gezeigt. Auch wenn ich jetzt da noch so basisch und Säurebase schaue und basisch esse und so. Und dann kommt sowas und emotional reagiere ich derart. Und dann, der Volksmund sagt ja, das macht mich sauer. Und das war sehr eindrücklich zu sehen, wenn man das eins zu eins messen konnte. Und deshalb sind diese mentalen und diese energetischen Ebene, die sind so wichtig. Und eben das Schöne, da haben wir Einfluss. Da kann ich meine Gedanken beobachten. Da kann ich schauen mit positiven Gedanken. Da kann ich meditieren. Da kann ich meinen Körper Licht schicken. Da habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da kann ich was tun. Beim anderen ist man häufig halt schon ein bisschen hilflos dann. Das heißt also, Giftstoffe, die sich im Körper ablagern, hängen jetzt zusammen mit unseren Innenwelten sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auf der physischen Ebene ansetze und entgifte, das heißt, keine Gifte zuführe und eben ja, das einfach unterstütze, die Leber unterstütze bei dieser Arbeit und so weiter, und dann quasi den Körper unter Anführungszeichen zwinge, diese Giftstoffe auszuscheiden, kommt dann im Rückkehrschluss, kommen dann auch Themen hoch? Ganz genau. Aha. Genau, während des Fassens. Das ist also jetzt wir sprechen da jetzt nur von deiner Erfahrung eigentlich. Ja, also das ist jetzt nicht irgendeine theoretische Geschichte, sondern, oder das interessiert mich jetzt. Hast du das beobachtet, dass also wenn dann Menschen beginnen zu fasten, beginnen sich zu reinigen quasi innerlich auch, dass dann auch lange aufgestaute Probleme und so weiter plötzlich sich in den Vordergrund drängen? Das ist ganz, ganz klar und das ist wirklich deutlich, das ist ganz deutlich sichtbar auch und erfahrbar auch in diesen Kursen. Deshalb ist es an sich schön, wenn man eine ganze Woche Zeit nehmen kann im Hotel irgendwo, weil man sich dann dem noch besser widmen kann. Oder sonst, wenn man daneben arbeitet, was auch geht, ist man mehr abgelenkt. Aber man wird wirklich, man wird emotionaler, man ist näher bei den Gefühlen, Dinge, die ich vielleicht ein bisschen, und das ist ja ganz wichtig, Tarek, wir essen oft, um nicht fühlen zu müssen. Das ist wirklich so, das sehe ich auch bei mir persönlich, oder? Wenn ich abends, dann muss ich noch was machen, aber ich habe eigentlich die Energie nicht mehr. Ehrlich gesagt wäre ich ganz müde, aber ich muss jetzt einfach noch was machen. Da esse ich doch was schnell und ich spüre meine Müdigkeit nicht mehr so gut. Und dann mache ich das und dann geht das irgendwie noch. Und das ist eindrücklich beim Fasten. Also am Abend sind die Leute, und das sagen die auch immer wieder, die fühlen sich so müde und dann denkt man, mein Gott, wie kann ich irgendwie diese Woche überstehen, und geht dann früher auch ins Bett als normal. Und dann, peng, um 5 Uhr ist man hellwach und voller Tatendrang. Die gesamte Gefühlspalette ist viel intensiver. Wenn ich müde bin, dann bin ich aber wirklich abgrundtief müde und spüre dann aber auch wieder eine Vitalkraft, eine Energie, die sehr, sehr stark ist. Und da kommt es vor, dass ich, und auch in den Kursen sehe ich das immer mal wieder, dass da mal viel schneller mal Tränen kommen, weil man emotionaler ist, weil man ein bisschen aufgewühlter ist. Da kommt es oft, dass jemand wieder mal so richtig wütend wird und da sagt der andere, aber so kenne ich dich doch gar nicht, weil dann dieser Zugang zu den Emotionen viel besser da ist. Eben wie gesagt, wir stopfen dann die Emotionen nicht runter übers Essen, sondern wir lassen das Essen weg oder teilweise weg und der Zugang und auch Dinge, die wir vielleicht verdrängen, das können auch Schattenseiten sein, die zeigen sich dann schön und insofern ist es quasi auch eine gute Möglichkeit, eben an sich zu arbeiten und dieses Heilfasten ein gutes Werkzeug auch innerlich aufzuräumen. Es gibt ja immer wieder Leute, die das machen, weil wichtige Entscheide anstehen oder weil sie nicht mehr so recht wissen, wie geht's weiter, was will ich wirklich, was passt zu mir. Und da
bringt das Fasten, das bringt in diesem Zusammenhang, bringt das Klarheit. So ist auch Frustessen dann zu erklären. Ganz genau. Ja, weil ich muss dann nicht fühlen. Wenn ich dann das runterstopfe mit Essen, dann fühle ich den Frust weniger. Das ist wirklich so. Ja. Also der Körper kann mit Mangel besser umgehen als mit dem Überfluss. Das ist auch eine interessante Erkenntnis. Ne? Ja. Aha. Wobei ja da viele, also die Nachkriegsgeneration würde, oder die unsere Elterngeneration würde da ja massiv widersprechen, ne? Weil die haben da noch die schlechten Zeiten sozusagen erlebt. Mhm. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch völlig anders sehen kann, kurzum. Ja? Also wenn man wirklich einmal unfreiwillig gefastet hat, sage ich jetzt einmal, dann sieht man das wahrscheinlich anders. Ja, ich weiß nicht. Was ich noch logisch finde, also rein jetzt, wenn man sich das vorstellt, ich weiß nicht, vor weiß ich wie vielen Jahren, um zu Nahrung zu gelangen, muss man etwas jagen gehen, man muss irgendwas sammeln gehen oder man muss was tun. Also bewegen muss man sich wahrscheinlich immer, und ob dann was zu essen kommt oder nicht, das ist dann nicht so sicher. Und es wird immer, also es hat immer Zeiten gegeben, wo der Mensch dann vielleicht mal 1, 2, 3 Wochen einfach praktisch nichts zu essen hat. Auch jetzt, wenn man schaut jetzt mit den Jahreszeiten bei uns, oder? Wenn jetzt der Winter langsam zu Ende geht, dann gehen langsam unsere Vorräte zu Ende. Sagen wir jetzt mal 200, 300 Jahre zurück. Und das heißt, ich werde es im Frühling automatisch, habe ich eine Zeit, wo es weniger zu essen gibt, automatisch. Also und das ist wissenschaftlich wirklich untersucht, das gibt diese Fastenforscher. Ich war ja letztes Jahr an einem Fastenkongress in Überlingen von den Buchinger Leuten, die haben das organisiert, war sehr, sehr spannend. Das ist also hinlänglich wirklich ersucht, genetisch unsere Gene, die haben ein Fastenprogramm. Also unser Organismus, der kann sehr gut damit umgehen, dass wir eine Woche oder zwei vielleicht sogar praktisch gar nichts essen. Das ist problemlos überlebbar. Sieh mal die Leute, die dann so irgendwo im Meer treiben und irgendwie, weiß ich wie viele Monate zum Teil sogar da irgendwie sich durchschlagen können, das ist wahnsinnig. Also unser genetisches Programm wäre nicht überlebensfähig, wenn es nicht irgendwo eine Sequenz hätte, wo es genau weiß, wie es mit Mangel umgeht. Ja. Und aber das umgekehrt, und das ist das, was jetzt auch wieder alle, diese Forscher da wirklich einig sind, dass ich mich nicht bewegen muss, und dann konzentrierte auch geballte Nahrung und auch andere Nahrung einfach beliebig zur Verfügung habe, unabhängig von der Jahreszeit quasi, unabhängig von Ernte und so weiter. Das ist unnatürlich, und genau damit hat der Körper tatsächlich ein Problem. Wenn wir sehen, die ganze Diabetesgeschichte, die ganze Herzinfarktgeschichte, die ganze Darmkrebsgeschichte, wenn wir sehen, was da abgeht, das ist in unseren Ländern des Überflusses. Und das ist ein Statement, das ich glaube, das kann man wissenschaftlich so stehen lassen, jetzt rein genetisch bedingt von dem Evolutionsprogramm, wie man das nennen möchte, hat unser Körper ein Riesenproblem mit Überfluss, mit Mangel kann er viel besser umgehen. Ja, äußerst spannend. Also ich habe ja beschlossen, ich werde jetzt so ein 9-tägiges Entgiften, so eine Entgiftungskur mal versuchen. Bin auch gerade dabei, dein Buch fertig zu lesen. Es ist übrigens verlinkt, falls es jemand interessiert, vom Ankündertext aus. Eines nur, also da habe ich wirklich ein Problem damit, und das sind deine Frühstücksvorschläge. Also warmes Wasser mit Zitronensaft und dann ein Haferschleim, das geht nicht. Aha, da musst du was finden, was dir schmeckt, Tarik. Ja. Weil das ist auch wichtig beim Essen, das muss auch irgendwo muss es Spaß machen. Die Lebensfreude ist ja auch ein wichtiges Element. Wir haben heute schon kurz gesprochen, also ich mag ja englisches Frühstück, und zwar mit der Blutwurst. Ja, und, genau. Ich weiß, es ist eigentlich wirklich grauslich, aber es ist so gut. Ich mag das so gerne. Und also wenn ich Frühstück. Aber kannst du die Blutwurst nicht einfach am Mittag essen? Ja. Dass du am Morgen dem Körper noch ein bisschen Gnadenfrist gewährst, damit er. Ich mache das ja quasi nie. Also es gibt ja in Graz leider nirgends ein Lokal, wo man so ein richtiges original englisches Frühstück kriegt. Aber ich meine, üppig in der Früh, damit kann ich eigentlich recht gut. Aber du sagst, in der Früh sollte man eigentlich, also das Breakfast,
das Fastenbrechen, das sollte man recht gemächlich angehen, so wie auch den, wenn man dann aus dieser Fastenphase dann herauskommt, da soll man ja auch eher sehr vorsichtig dann wieder in das rein, nicht gleich wieder voll deutlich mit Schweinsbraten weitermachen, sondern so langsam. Man hat dann auch gar keine Lust mehr eigentlich auf sowas Üppiges. Und interessant auch, du schreibst, dass also gewisse schlechte Gewohnheiten dann gar nicht mehr zurückkommen, ja, außer man forciert es. Ne? Aber das finde ich auch spannend. Also ich bin da einfach sehr spannend und ich werde das ausprobieren. Mhm. Ich wäre auch schon, also gut, während ich habe ja auch noch andere Frühstücksvorschläge, weißt du, mit den Smoothies zum Beispiel, das ist etwas sehr Gutes, Wertvolles, auch sehr schnell gemacht. Ja. Kann man auch so machen, dass die sehr gut schmecken am Morgen, oder diese geschnetzelten Früchte oder so. Es hat verschiedene Vorschläge, wie man halt, wenn man das... Ja, aber Ham & Eggs ist halt nicht, und das ist wirklich schlimm. Die Leberwurst, die Blutwurst, die ist nicht dabei. Und Ham & Eggs vor allem, also Eier mit Speck und so. Ja. Das ist wirklich hart, das ist hart. Aber egal, man kann ja dann nachher wieder ein bisschen sündigen, aber halt, wenn man mal die Phase verstanden hat. Okay, wir sind am Ende unserer Sendung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, war sehr spannend. Haben wir noch eine halbe Minute für Chemotherapie und kombiniert mit dem Fasten, dass das so genial ist, noch ganz gut? Eine halbe Minute, nicht mehr. Denke ich, das ist ganz eine wichtige Sache. Weil, gut, ich mach es kurz. Da hat der Longo, ein Professor in Los Angeles, herausgefunden, der hat viele Preise gewonnen. Und ich erzähle das so oft ich kann. Die haben Chemotherapie, haben die kombiniert mit Fasten. Und haben herausgefunden, wenn jemand 3-4 Tage fastet, bevor die Chemotherapie kommt, dass die Zellen, die Gesunden, die reagieren auf die Fasten-Message. Also der Körper gibt Zeichen, hey, wir sind am Fasten, und die gesunde Zelle, die reagiert darauf, macht quasi zu, weil von außen eh nichts kommt, und diese Zellen sind dann phänomenal geschützt gegen die Chemotherapie, gegen das Gift. Also es ist wirklich ziemlich mirakulös, die haben das zuerst gar nicht glauben können. Und die Krebszellen auf der anderen Seite haben verlernt, auf dieses Signal zu hören, dass wir am Fasten sind. Die machen überhaupt nicht zu. Und im Gegenteil, die haben dann noch viel weniger Zucker bekommen, weil die da am Fasten sind. Und die werden dann viel, viel effektiver dann gekillt mit der Chemotherapie. Also diese Kombination Fasten und Chemotherapie ist eine ganz wichtige Geschichte. Wer da vielleicht jetzt betroffen ist und das hört, bitte informieren. Das ist der Walter Longo. Können wir vielleicht auch noch einen Hinweis, Tarek, einen Hinweis geben auf der Seite, wenn das interessiert. Ja, schick mir den Link sehr gerne. Ja, in der Tat, wirklich wichtiger Hinweis, wenn man das also wirklich festgestellt hat, und also klingt auch irgendwie sehr nachvollziehbar. Genau. Also zur Unterstützung so einer Chemotherapie. Okay, genau. Eine etwas ernste Note am Ende unseres Gesprächs, aber okay, ja, so ist das Ja, Leben. Genau. Ja, es ist hoffnungsvoll, oder? Ja, stimmt. Genau. Ja, danke dir vielmals für das heutige Gespräch, und ich hoffe, wir können in Zukunft... Hat doch ein paar Jahre gedauert, aber wir haben uns wieder getroffen hier. Ja, freut genau, mich sehr. Bis das Buch fertig war, das hat jetzt wirklich 10 Jahre gedauert, genau. Okay. Ja, ich muss leider weiter. Also ich danke dir, Tarek. Danke dir und... Alles Gute auf ein andermal. Nein, auch allen Hörern alles Gute. Vielen Dank. Okay, danke und noch einen schönen Abend in die Schweiz. Ciao. Danke, ciao, Tarek. Ja, das war die heutige Sendung mit Raphael Schenker zum Thema Ernährung und eben auch Nichternährung. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 4. April. Das wird die erste Sendung von mir zu Hause aus sein, dann hoffentlich ohne technische Probleme. Das heißt vom neuen Studio aus. Nicola Wohlgemuth wird mit mir das Studio einweihen. Ja, die hat sich gefreut. Ja, passt, weihen wir die Bude ein, hat sie gemeint. Und das werden wir tun. Ja, ich habe mir da jetzt gar nicht irgendein spezielles Thema vorgenommen. Wir werden einfach plaudern und schauen, ist ja schon lange her, irgendwann Mitte 2012 war die letzte Sendung wieder. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Ich schließe mit einer Nummer aus Nothing to See von Luxus namens It's Track 10. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. This was all to go for. It's growing old. Through the gravy till the night is over now, gently broken. How
To minister the war.